Hey Leute, willkommen wieder zurück zu Dragon Quest 7. Ja, das letzte Mal haben wir frisch das Ganze hier begonnen, ne? Sind jetzt hier im zweiten Part und ich würde einfach mal sagen, machen wir uns auf den Weg. Maribel hat sich uns hier das letzte Mal angeschlossen. Ich glaube, wir können jetzt endlich mal ein bisschen raus hier. Mal was Neues beobachten. Super. Das freut mich schon mal wahnsinnig. Ah, es fühlt sich einfach großartig an, mal aus Sputzbüttel wegzukommen, findest du nicht? Aber natürlich teilst du meine Meinung. Du und Gisma, ihr unternehmt ja gerne eure nicht ganz so geheimen Ausflüge an den Strand westlich des Dorfes, nicht wahr? Der König soll dort früher Boote gelagert haben, aber heute ist es unbefugt untersagt, diesen Ort aufzusuchen, wie ihr nur zu gut wisst. Tja, ihr beiden werdet dort nie mehr einen Fuß reinsetzen, denn wenn ich nochmal mitkriege, dass ihr euch dorthin schleichen wollt, erzähle ich es meinem Vater, Edge. Oh Mann, du bist so unsympathisch, das ist unglaublich. Aber egal, genug gebrabbelt, lass uns nach Eszard gehen, wir müssen einfach nur den Pfad nach Norden folgen. Alles klar. So, World Map. Du siehst verwirrt aus, lass mich raten, du hast keine Ahnung, wo du hin musst, nicht wahr? Wirf einen Blick auf die Karte. Auf dem Touchscreen. Ach ja, und wenn du die Ansicht so verändern willst, dass die ganze Insel zu sehen ist, drücke den Y-Knopf. Ah ja, jetzt können wir uns endlich hier mal ein bisschen umsehen, das ist sehr, sehr cool. Und Y... Okay, zeigt uns jetzt die ganze Karte. Sieht schon sehr klein aus, dann lässt sich natürlich schon vermuten, dass die Welt irgendwie größer ist, ne? Das ist jetzt eigentlich nicht wirklich eine Überraschung. Ah ja, ich muss dich bestimmt nicht daran erinnern, aber um von Putzbüttel nach Eszard zu gelangen, musst du einfach nur dem Pfad nach Norden folgen. Und komm ja nicht auf die Idee, irgendwelche Umwege zu machen. Ich will meine kostbare Zeit nicht mit Besichtigungstouren vergeuden. Mensch, ey. Ich will mich doch als Rollenspieler umsehen, ja? Bin mal gespannt, was uns hier noch angreift, ehrlich gesagt. Aber als allererstes will ich mal schauen, ob wir sie ein bisschen ausrüsten können. So, waffenmäßig haben wir nichts, super. Aber, Moment, habe ich nicht. Ich habe doch so ein komisches Band gekriegt. Kann ich das gar nicht geben, okay. Na gut, dann eben nicht. Schauen wir uns mal ein bisschen um, trotz allem. Wenn man schon die Möglichkeit hat. Okay, das Respawn, dieses Einblenden ist ein bisschen awkward, ich weiß auch nicht. Ah, was haben wir denn hier zum Beispiel, hä? Moment mal, ist das nicht der Ort, an dem dieser krausige Tierfreund lebt? Eigentlich waren wir auf dem Weg nach Eszard. Wie oft muss ich dich dann daran erinnern? Hm? Also ziehen wir los. Es ist wirklich so schwierig, einfach dem Pfad zu folgen. Och Mensch. Ich will mich doch ein bisschen umsehen. Ah, sieht der? Hä? In der Schatzkiste. Was haben wir hier? Ein Heilkraut. Ach cool, dann sind hier sogar Heilkräuter auf der World Map. Huch. Die hat wohl unterschiedliche Dinge auch zu sagen. Ah ja, okay. Alles klar, das ist wieder dasselbe. Na gut, na gut. Aber nutzen wir ruhig die Zeit, ne? Anscheinend scheint es ja noch gar keine Zufallskämpfe dann doch zu geben. Interessant, ich hätte jetzt damit gerechnet. Aber die Worldmap-Musik hier ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Das freut mich auf jeden Fall. Achso, hier kommen wieder... Nein, das stimmt, das ist was anderes. Ha. Ein antik anmutendes Steintor. Chris drückt und schiebt, aber es bewegt sich kein Millimeter. Interessant, hier wie so ein Adler oder so. Als Wappen. Werden wir bestimmt noch sehen, was es damit auf sich hat. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Drüben hat man schon eine Höhle gesehen. Für eine Schatzkiste. Das ist natürlich auch sehr interessant. So. Puh, das hat sich ja ganz schön hingezogen. Aber egal, jetzt sind wir in Eszard. Also ich bin dann mal weg. Bis dann. Wie bitte? Ob wir auch gemeinsam nach Hause zurückkehren? Wir sind gerade erst angekommen. Da will ich nicht gleich wieder ins Heimgehen denken. Also ich muss jetzt los. Bis später, Chris. Okay, na dann können wir uns wenigstens in Ruhe umschauen, ja. Das ist doch ganz nett. So, Eszard. Das ist dann also die nächste Region hier, ha? Huh? Herzlich willkommen in Eszard. Tja, da hat ich deine Freundin einfach so stehen lassen. Was? Aber keine Sorge. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Oh Mann, ey. Diese Dialoge. Ach, wieder ein wunderbar sonniger und sorgenfreier Tag in Eszard. Kürzlich habe ich beim Aufräumen meines Lagerraums einen Haufen rostiger alter Schwerter und Schilde gefunden. Ich weiß wirklich nicht, warum wir in Eszard jemals Waffen benötigt haben sollten. Schließlich herrscht hier seit eh und je Frieden. Interessant, interessant. Wo ist denn diese Lagerhalle? Ich konnte nicht ohnehin das hübsche Mädchen zu bemerken, das vorhin im Laden dort verschwunden ist. Ich hatte ja gehört, dass der junge Piers ein Liebchen hat. Vielleicht war dieses Fräulein die holde Maid, um die es geht. Dieser alte Fiesling Hoki hat mir meine Süßigkeiten gestohlen. Ach Gott. Erstmal sämtliche Leute ausrauben. Ja,
Sachen zu hauen. Yippie. So muss das sein. Er scheint tief und fest zu schlafen, okay. Und da hängt einfach mal so eine Spinne von der Decke. Ist ja witzig. Du lebst gefährlich, Typ. Du lebst gefährlich. Das ist nichts Besonderes. Okay. Sehr unspektakulär drin. Sehr unspektakulär. Ein bisschen mal die Kamera hier hin und her bewegen. Nicht, dass ich was übersehe, ne? Aha. Okay, das hier ist ein bisschen größer, das Haus. Boah, einfach mal eiskalt den Händler hier ausrauben. Ach, die Truhe ist fest verschlossen. Oh. Zu blöd aber auch. Unser Pierce verbringt seit neuestem eine Menge Zeit mit einer gewissen jungen Dame aus Wurzviertel. Also ich persönlich glaube ja, dass er was Besseres finden könnte. Sie scheint mir ein sehr eigensinniges kleines Fräulein zu sein. Da ist nichts Besonderes. Ach Mensch. Gib mir was Besonderes. Besonders klingt so toll, so erfrischend. Ich weiß auch nicht. Ich will besondere Sachen haben. 2 Goldmünzen. Das ist nicht besonders. Was haben wir hier? Ein Chimärenflügel. Okay, alles klar. Finde ich gut. Auch nichts Besonderes. Ey, hat denn jemand gesagt, dass 3 einer zu viel sind? Also machen Abgang, verstanden? Mein Gott, ey. Unfreundlicher Typ. Was ist mit dir eigentlich? Bist du einer von Piers kleinen Kumpels? Wenn du ihn suchst, dann geh nach oben. Da ist er nämlich. Okay, ich gehe mal von der anderen Seite rein. Dann sind wir irgendwie bei den Hintereingang reingegangen, ne? Ganz merkwürdig. Und wer seid ihr überhaupt? Wenn ich mich nicht irre, bist du Anchones Sohn, richtig? Und wie gefällt dir es da? Mein Vater ist ein gestandenes Mannsbild, das muss ich schon sagen. Was man vor deinem Onkel nicht gerade behaupten kann. Na, du kannst schließlich nichts dafür, dass du mit ihm verwandt bist. Entschuldige meine unpassende Bemerkung. Dieser Ort hier wäre perfekt, würde es da nicht 2 Dinge geben, die das Bild trüben. Zum einen Huki, dieser Nichtsnutz, der in der nordöstlichen Ecke der Stadt wohnt. Und anders dann natürlich noch Prinz Gisma. Mir graust, wenn ich daran denke, was aus diesen beiden wohl werden wird. Na gut, mit dem einen treiben wir uns anscheinend ja storymäßig recht viel herum. Mhm. Hey, ich bin ja am Arbeiten, nur schweck. Mein Gott, ey. So, das hast du jetzt davon. Bams, ha. Das habe ich selber gegeben. Ha. So. Genau. Gehen wir mal von der Seite aus rein. Willkommen in meinem Laden. Jetzt können wir Sachen kaufen. Das ist doch schon besser. So, ein Reisegewand haben wir, einen Lederhut haben wir auch. Wow, sehr unspektakulär. Ein Topfdeckel, das ist ein Schild, okay. Ein Topfdeckel, vielen Dank auch, wow. Wer soll die Ware denn tragen? Das machen wir natürlich. Wollt ihr euch gleich damit ausrüsten? Ja, kein Problem. So, das wär's. Wir rüsten uns mit dem Topfdeckel aus. Jawohl, der beste Schild aller Zeiten. Ah, Moment. Wenn ihr mal B drückt, dann verwirrt mich, dass das da standardmäßige Reden drauf ist. Das ist ein bisschen komisch. Ach, hier ist sie, okay. Oh, du bist es, Chris. Konntest du deine Neugier wohl einfach nicht zügeln, was? Hör zu, ich weiß ja nicht, was über uns gemunkelt wird, aber Pierce und ich sind einfach nur Freunde, okay? Kein Grund, auf irgendwelche komischen Gedanken zu kommen. Ach ja, es ist schon ziemlich anstrengend, ein begehrtes Mädchen zu sein. Sie ist eingebildet, unsympathisch, petzt viel rum. Gott, oh Gott. Und der ist auch unsympathisch. Furchtbare Leute. Furchtbare Menschen hier. Mein Gott. Na gut, gehen wir wieder raus. Es gibt noch eine Menge Dinge zu erkunden. Was ist denn hier? Das sieht mir doch stark nach einem Inn aus, hä? Oh, wenn das nicht der junge Chris ist, was treibt dich nach Essa? Machst du einen Bodengang für deinen Vater? Sag mir einfach mal ja. Alle Achtung, um ehrlich zu sein, hatte ich dich immer eher für einen Rabauken gehalten, aber scheinst ja doch ein guter Junge zu sein. Das war die altbekannte Notlüge. Ey, du bist doch Hokis Neffe, oder nicht? Würdest du etwas ausmachen, etwas auszurichten? Sag ihnen, dass wir sehr dankbar sind, ihnen unseren Kunden zu zählen zu dürfen. Wir ihn aber höflichst darum bitten müssen, demnächst seine Zeche zu begleichen. Wenn du ihm diese Nachricht überbringst, reagiert er vielleicht nicht ganz so verstimmt. Okay. Gut, warum auch immer du jetzt Hasenohren hast und hier rumsitzt, was auch immer. Hallo Chris, wieder auf dem Weg zum Schloss. Normalerweise würdest du deinen Onkel um diese Tageszeit hier antreffen, aber ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Seltsam, sieht ihm gar nicht ähnlich, wertvolle Zeit, die mit Trinken zugebracht werden könnte, einfach so zu verschwenden. Nein, was fällt ihm nur ein? Wie kann er nur? Oh, hallo Chris, nett von dir mal vorbeizuschauen. Wie geht's dem guten alten Nachhonus? Oh, auf See ist er wie? So, es kommt mir vor, als würde die Zeit zwischen Fischerfesten immer kürzer werden. Du glaubst doch nicht an dieses Geschwätz über andere Inseln, oder? Die Jungs sollten auf die Älteren hören und nicht irgendwelchen Hahnbühnchen Gedanken nachhängen.
Ah ja, interessant, interessant. Es hält also jeder für utopisch, dass da draußen noch was ist. Und ich bin mal gespannt, wann sich das ändern wird. Was haben wir hier? Oh, ein Zypressenstock. Haben wir zwar schon einen, aber vielleicht kann ja ein weiteres Teammitglied später damit was anfangen. Er blickt in ein Gesicht, das sehr erschöpft aussieht. So, endlich fertig mit Putzen. Es ist alles blitzblank. Für unsere Gäste nur das Beste. Finde ich gut, diese Einstellung, ja? Oh Gott, Hotelzimmer, Leute, ja? Da denkt man ja auch manchmal an manch grauenhafte Storys, ja? Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Aber schön, dass ihr hier dafür sorgt, dass auch alles sauber ist. Das finde ich dann doch gut. So. Das hier sieht ja ziemlich ein Bruchbude aus. Ich halte eigentlich nicht von Klatsch und Tratsch, aber wie es scheint, ist Prinz Giesmer in letzter Zeit in einige zwielichtige Dinge verwickelt. Wie dem auch sei, wenn du mich fragst, ist das nicht seine Schuld. Er hat sich bestimmt einfach nur die falsche Gesellschaft ausgesucht. Wahrscheinlich irgendeinen Rüpel aus Putzbüttel. Ja, ja, natürlich, natürlich. Hier gibt's auch keine interessanten Bücher, Mensch. Nichts Besonderes. Achso, die kann ich auch nicht auswählen, okay. Na gut. Ich glaube, wir haben es dann größtenteils auch so allmählich, oder? Da drüben gibt's noch was. Ich denke, das ist nur die Kirche, da brauche ich wahrscheinlich nicht reinzugehen. Was ist das? Aha. Aha. Kanal oder was? Hier. Tür ist fest verschlossen. Vielleicht führt uns das ja zu dieser tollen Kiste, die ich auf der Worldmap gesehen habe. Oh, ich hoffe, mich greift jetzt nichts an, was irgendwie total stark ist oder so. Ich habe ein bisschen Angst, so in einem RPG dann einfach in ein Gebiet zu gehen. Was hier völlig neu noch ist. Oh. Oh cool, was ist denn das für ein Hund, hä? Der ist ja goldig. Wuff, wuff, wuff. Ach ja. Schaut ihn euch an. Oh mein Gott. Er ist toll. Ein Weisheitssamen, aha. Interessant, was auch immer das ist. Vielleicht Intelligenz hochsetzen? Das wäre natürlich ganz schick. Für Magier oder sowas? Wer wohnt denn hier überhaupt? Nanu? Keiner da? Keiner da? Was ist hier? Aha, ein Chimärenflügel. Haben wir hier vielleicht Bücher? Den vollgestopft mit allen möglichen dicken Wälzern. Okay, alles klar. Na, wer ist denn hier? Aha, ein alter Mann. Schade. Ich dachte, hier geht's vielleicht irgendwo zu dieser Höhle, die ich da gesehen habe, aber anscheinend nicht. Mal sehen. Was erlaubst du dir einfach so uneingeladen in mein Haus zu spazieren? Lass mich raten, du hast gehört, ein exzentrischer alter Kauz lebe hier und dir gedacht, es wäre doch bestimmt ein Spaß, diesen zu belästigen. Also ich hoffe, du hattest deinen Spaß. Jetzt raus mit dir, hörst du? Oh, Mensch. Die sind aber auch wirklich alle unfreundlich, meine Güte. Mensch, 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 Mensch. Dabei wollte ich doch nur den Keller mir anschauen. Das ist ein toller Keller. Tja. Sei es drum. Gehen wir wieder zurück. Dann wäre das zumindest auch abgeklappert. Aber ich wette, mit dem hat es auch noch irgendwas auf sich. Kann mir nicht vorstellen, dass dieser lange Weg zu diesem Haus nicht noch etwas anderes verbirgt oder so. Interessant, interessant. So. Kirche ignoriere ich gekonnt. Ach, das könnte die Wache sein, die uns angesprochen hat, oder? Da drüben. Mal sehen. Guten Tag, Chris. Wir freuen uns sehr darüber, dass du uns einen Besuch abstattest. Dieser kleinen Insel kennt jeder jeden. Es ist fast so, als wären wir alle Teil einer großen, glücklichen Familie. Aber manchmal kann einen schon ein bisschen das Gefühl der Einsamkeit überkommen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es da draußen sonst niemanden gibt. Also da wären noch die Bären in den östlichen Hügeln, aber bei ihnen sollte es sich um wilde, menschenfressende Bestien handeln. Deshalb zieht es auch niemanden dorthin. Alles klar. Hey Chris, wie geht's? Weißt du, ich habe vor kurzem zufällig deinen Onkel getroffen. Wenn ich getroffen sage, meine ich damit, dass ich ihn aus meinem Garten verjagen musste. Er hat meine Frau und Frau heimlich durch das Fenster beobachtet. Mir ist klar, dass du für sein inakzeptables Verhalten nicht verantwortlich bist, aber könntest du ihm vielleicht mal ins Gewissen reden? Okay, er scheint ja richtig unverschämt zu sein. Bin ja auch mal gespannt. Den haben wir auch noch nicht getroffen. Die erzählen hier ja die heißesten Geschichten, was das betrifft. Gott, oh Gott. Mach, dass du verschwindest, hörst du? Man darf eine Dame nicht damit, die ihr Make-up auflegt. Gut, gehen wir wieder raus aus diesem Haus. Da ist nichts Besonderes. Ebenso wenig. Ich glaube, wir haben alles, oder? Haben wir alles? War ich in dem Haus?
ich in dem Haus? Das ist eine gute Frage. Die Tür ist zu, also wahrscheinlich eher nicht. Oh ja, Sachen zu sagen. Yay. Nichts da, nichts da. Das ist aber schade. Geh mal erstmal kurz hoch, bevor ich den jetzt anspreche. Ich spreche das nur ungerne an, aber Hoki schuldet uns die Miete für ein halbes Jahr. Er ist ein alter Faulenzer, hat aber trotzdem was Liebenswertes. Das ist wirklich schwer, ihn nicht zu mögen. Gleichwohl kann es so nicht weitergehen. Wenn er nicht zahlt, was er uns schuldet, bleibt uns nichts anderes übrig, als ihn rauszuwerfen. Da ist nichts Besonderes und auch nichts Besonderes. Und auch nichts Besonderes. Mensch. Ihr habt aber alle viel nichts Besonderes im Schrank lagern. Das ist ja unglaublich. Wahnsinn. Hallo, Steuerung? Das wollte ich nicht, Mann. Wie gemein. So. Meine Nerven. Ich bereue es wirklich langsam, dass wir das Haus an Hoki vermietet haben. Dabei hatte ich geglaubt, ein Bruder von Lankonis könne unmöglich irgendwelchen Ärger machen. Schön blöd war ich. Na gut, das ist schon auf jeden Fall interessant. Von Lankonis hat jeder eine extrem hohe Meinung und vom anderen natürlich eben nicht super. So, was ist denn mit dir? Warst du derjenige, der uns angesprochen hat? Ah, Chris, du hast sicher bereits die offizielle Ladung erhalten. Aber ich möchte dich hiermit noch einmal daran erinnern, dass deine Anwesenheit im Schloss erwünscht ist. Der König wartet. Im Schloss geht es durch das Tor dort. Aber das weißt du bestimmt schon, wie auch immer, du solltest dich auf jeden Fall sputen. Dann machen wir das doch mal, so, Zeiten bis, dass es ein bisschen weitergeht. Schloss Estar. Mit epischer Musik. Willkommen auf Schloss Estar. Ah, der junge Chris, König Sigmar, erwartet dich. Ach, erfahren wir auch mal den Namen, ich glaube, der ist vorher auch noch nicht gefallen, oder? Da kommt man nicht vorbei, okay. Dann gehen wir doch mal rein. Ah, ja. Chris hier drüben. Sch, kein Wort, der Alte ist auf der Etage über uns. Ich schätze mal, es ist wohl meine Schuld, dass man dich herbeordert hat. Tut mir leid. Du erinnerst dich noch an unseren Plan, ja? Was ist denn der Plan? Ja, ja, sehr witzig. Können wir jetzt weitermachen? Wir haben Ewigkeiten damit zugebracht, das Wrack in unserem Versteck im Westen von Bootsbüttel zu reparieren, aber wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen. Wir zwei werden dieses Boot niemals seetüchtig bekommen. Wenn wir die Wahrheit herausfinden wollen, müssen wir anfangen zu suchen, hier auf dieser Insel. Das ist unsere einzige Wahl. Man will uns zwar eintrichtern, unsere Insel wäre die einzige auf der Welt, aber das glaube ich keine Sekunde und du auch nicht. Ich habe auf der Suche nach Hinweisen die Lagerräume des Schlosses durchwühlt und dabei ein altes Buch gefunden, das sehr interessant aussieht. Laut der wenigen Stellen, die ich entziffern konnte, gibt es in den Bergen im Osten einen Ort namens Schrein der Erweckung. Was heißt darin auch, dass wir das Licht der Sonne benötigen werden, wenn wir diesen Ort betreten wollen? Klingt doch vielversprechend, oder? Ja, das tut es. Jedenfalls werde ich jetzt nach Osten aufbrechen. Zu einer kleinen Erkundungsmission. Aber muss mir Zeit verschaffen. Lass den Alten palabern, solange es geht. Hoffentlich kriegen die Wachen nicht mit, dass ich ausgebüxt bin. Also haben wir später. Vergiss nicht, ich zähle auf dich. Na gut. Er schmiedet weiter seinen Masterplan, von dem wir noch keine Ahnung haben als Spieler. Aber wir werden schon noch früh genug erfahren, um was es sich da wohl handelt, schätze ich mal. Willkommen im Kramladen. Was möchtet ihr kaufen? Aha. Hier gibt's etwas besseres Equipment schon. Brauche ich das? Ist vielleicht etwas teuer. Na, ich bleib erstmal bei dem, was ich hab. Kann ich irgendwas verkaufen? Was möchtest du verkaufen? Ach, ich bleib auch erstmal dabei, oder? Aber wenn wir das Reisegewand, dann können wir eigentlich das einfache Gewand verkaufen. Ein einfaches Gewand, ja. Verkaufen wir, alles klar. Das passt erstmal. Ah, ich will nicht immer B drücken, meine Güte, das ist irgendwie wirklich ein bisschen... egal. Also, mein junger Freund, möchtest du, dass ich dir deine Zukunft voraussage? Okay. Sieh mir tief in die Augen, tiefer, mal schauen, was die Zukunft für dich bereithält. Oh, ja, ich hab's gesehen. Klar wie Kristall, dein Schicksal ist es, der Welt Frieden zu bringen. Eines ist gut, das kann ich stimmen, es herrscht doch schon Frieden. Ja, wie es aussieht, sind meine hellseherischen Fähigkeiten auch nicht mehr das, was sie mal waren. So. Interessant, interessant. Das bedeutet, es werden noch schreckliche Dinge passieren, oh nein. Willkommen in der Goldbank hinterm Regenbogen, wo wir euer harte Arbeit das Gold vor Monstern und Verbrechern schützen. Hier akzeptieren wir nur Transaktionen in 1000 Einheiten. Es gibt sowohl für Einzahlungen als auch für Auszahlungen. Und wir verlangen noch nicht mal Gebühren. Also Chris, was können wir für euch tun? Okay, tut mir leid, so viel habe ich noch nicht. Wir haben zurzeit kein Gold von euch, Chris, aber wir stehen euch jederzeit zu Diensten. Alles klar.
Höhö, hier schauen wir dir mal meinen neuen Geldbeutel an, schick, oder? Anscheinend ist ein speziellen Zauber belegt, der dafür sorgt, dass es sich jedes Mal wieder füllt, wenn man alles Geld ausgegeben hat. Das Beste daran, er hat mich nur 300 Goldmünzen gekostet. Ich kann es kaum fassen, dass Huki ihn mir so günstig überlassen hat. Was ich da wohl dabei gedacht hat. Vielleicht legt er einfach nicht so viel Wert auf schnödes Geld. Sekunde, ich kenne dich, du bist Ankonis Junge, stimmt's? So, vom König herbeizitiert, sagst du, bist du schon bei seiner Majestät gewesen? Nope. Ich weiß zwar nicht, warum der König mit dir sprechen will, aber ich weiß, dass er keine Worte an jemanden verschwenden würde, dem er nicht vertraut. So, jetzt genug getrödelt. König Sigmar ist kein Mann, den man warten lässt. Gut, wenn du das sagst. Dann lassen wir ihn mal nicht länger warten, oder? Geht's hier weiter? Gieß mal, wo zur Hölle ist der Junge schon wieder? Das war's. Dieses Mal ist er zu weit gegangen. Ungeheuerlich, einfach ungeheuerlich. Eure Majestät, wenn ich mir erlauben dürfte. Ich bin sicher, dass Prinz Gießmar seine Gründe dafür hatte, so plötzlich zu verschwinden. Ich bitte euch, ihr müsst Ruhe bewahren. Also wirklich, warum bestehst du nach wie vor darauf, für diesen missratenden Balg einzutreten? Oh, Chris, da bist du ja endlich. Ich habe dich erwartet. Komm her, wir haben viel zu besprechen. Wow, schleppt uns einfach mal mit. Ganz dreist. Nein. Setz dich bitte. Was, auf dem Thron oder was? Okay, geil. Wow. Warum auch immer. So, jetzt schaust du mir in die Augen und ich werde dich etwas sehr Wichtiges fragen. Haben wir uns verstanden? Ja. Chris, sag mir die Wahrheit. Gibt es etwas, das du mir vorenthältst? Vergiss es. Wir verraten nicht unseren Freund. Punkt. Lass mich das klarstellen. Du wirst dich aus dieser Angelegenheit nicht rausfinden können. Letzter Zeit fällt sich Gießmar wie ein Besessener. Er ist vollkommen zappelig und kann nicht eine Sekunde stillsitzen. Weißt du, was er heute angestellt hat? Er hat einen Ring gestohlen, der einst seiner Mutter gehörte. Ein Andenken, das für mich wertvoller ist als mein Leben. Ein einfacher Diebstahl, das in aller Welt will er damit bezwecken. Hör mir zu, Chris, du musst deinen dämlichen Sohn ins Gewissen reden und ihn zur Vernunft bringen. Du musst ihn deutlich machen, dass sein Verhalten für jemanden, der eines Tages den Thron besteigen soll, absolut inakzeptabel ist. Zugegeben, auch ich habe in jungen Jahren bisweilen über die Stränge geschlagen. Aber als ich so alt war wie Gießmar, hatte ich mir solche Flausen schon längst abgewöhnt. Genauere Einzelheiten meiner jugendlichen Eskapaden sind hierbei völlig ohne Belang, versteht sich. Ich vertraue darauf, dass du weißt, was für dein Freund am besten ist. So, und jetzt ab mit dir und enttäusche mich nicht, hörst du? Okay, aber wir durften auf den Thron sitzen. Yay. Ziemlich awesome. So, ich würde sagen, dann machen wir uns mal auf den Weg, oder? Gießmann hat ja schon gesagt, wo er sich aufhält in etwa. Pi mal Daumen. Und hier gibt es ja feste Speicherpunkte. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder zur Kirche gehen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Oh Mann, diese Hunde sehen super knuffig aus. Habe ich das schon mal gesagt? Ja, habe ich, ich weiß. Aber sie sind super cool. Weil hier nochmal so einer rumsteht. Nettes Design. Ja. So, hier ist er, ja. Treue Anhänger des Glaubens, wie kann unsere Kirche euch behilflich sein? Reichtet mir alles, was ihr getan habt, Kid. Und würdet ihr mir gestatten, euer Wirken in einem Abenteuertagebuch zu verzeichnen? Ja. Alles klar. Dann fahr mal fort. Schon irgendwie witzig, diese Dragon Quest-Eigenheit mit den Kirchen immer. Ich habe euer Abenteuer erfolgreich aufgezeichnet. Alles klar, sehr gut. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, Leute, beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ja, dann brechen wir mal auf Richtung Osten, war's, glaube ich, ne? Hat diesmal gemeint, dass es sich aufhält. Und dann bin ich mal gespannt, ob uns dann mal die ersten Kämpfe erwarten, ne? Blieb ja bisher noch aus, bisher noch ganz, ganz viel sich umsehen, erkunden und so weiter. Wie das halt so ist. Aber macht auf jeden Fall Spaß bisher, das kann man definitiv sagen. Artstyle ist sehr schön, Musik ist sehr schön und Gameplay hat man jetzt noch nicht so viel bisher aufgefasst. Bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Und ihr hoffentlich auch. Also Leute, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Dragon Quest 7.